Na, was drauf ihr, Freunde? Gut, na, was drauf ihr, heißt Prost, aber... Sinn hat's den gleichen. Prost, Lara! Hui, da ist wieder ein MG-Geschütz. Und leise wie die Nacht leiten wir hier rein. Feuer? Ich geh rein. Wer ist Raucher? Halt ihr in die Seite. Vorwärts, Bewegung. Oh, hier waren wir schon. Auf die Seiten. Vorwärts, Bewegung. Haut ab, ich habe. Ich habe eine bessere Idee. Die ist Geschichte. Ja, und ich liebe. Haltet sie auf Trab. Ich wollte gerade sagen, ich liebe diese Idee jetzt schon. Aber nein, wir müssen, werden ja unterbrochen. So Leute, bei mir gab es jetzt gerade ein kleines Aufnahmeproblem. Bin auf irgendeine Taste gekommen. Und ja, aber so viel habt ihr nicht verpasst, glaubt mir. Was war das? Was ist hier los? Die Kuppeln dieser Jungs. Sorry Leute, dass ich jetzt hier nicht viel rede. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ein bisschen konzentrieren schadet nie. Achtung, Rutschgefahr übrigens hier da hinten. Und hier gibt es jede Menge von denen Schrothandlager. Motorrad und Schrot, das ist eine schlechte Kombination, ihr Vögel. Aber nicht gegen mich. Abgekuppelt und blockieren den Tunnel. Aber ich glaube, ich habe da vorne eine Abzweigung gesehen. Die Abzweigung ist hoffentlich gut, weil ich erinnere mich, dass es hier ein bisschen problematisch gibt. Ein bisschen, glaube ich. So, Leute. Entschuldigung, dass ich jetzt rausgefahren bin. Also das Bild habt ihr nur verpasst. Das aussehende Bild. Aber dafür nehmen wir jetzt 2. Motorradanlaufversuch, Freunde. Wenigstens sind die Kontrollpunkte vergesetzt. Das muss man denen lassen. Also ehrlich gesagt, die untere Strecke ist, die obere Strecke ist was für Weicheier. Das war zu früh! Kann ich nicht, weil ich tot bin, Zip. Ich kann es nicht nochmal machen. Leute, ihr werdet mich hassen, aber ich nehme nicht die unter. Ich nehme nicht die obere. Aber ich glaube, wenn ich jetzt noch einmal drauf gehe, nehme ich lieber die obere. Weil dann würde ich nicht die ganze Zeit verrecken. Also, lasst mich kurz konzentrieren. Wenn ich mal wieder reich wäre, dann werde ich wieder reich werden.
Wieder reich hier. Dann werde ich wieder rum. Jetzt schon eher Sippy. So Leute, der letzten traue ich nämlich nicht. Hey, über was bin ich jetzt gefahren? Hallo? Oh, warum ich? So Leute, jetzt müssen wir die Höllenfahrt durchschritten haben und dann würde ich sagen, geht's weiter gleich. Da ist wieder unser Zug und hier irgendwo sind unsere Gegner wieder. Was heißt hier irgendwo? Hallo ihr Schwachköpfe! Ja, jetzt kommen sogar Autos auf uns. Jetzt kommen die sogar mit Autos, um uns zu töten, Leute. Das merkt Amanda, Swatland, wer auch immer von, auch wenn es der Kaiser von China ist, er will uns tot haben, jedenfalls aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich sind wir einfach schöner als Amanda. Wow, jetzt spinnen die Typen, aber deutlich, Leute. Aber wie wir daraus lernen, einfach ballern und durchhalten. Du fährst zurück, Lara. Ich weiß, Sepp, hetz mich nicht. Ich bin eine Lady, keine alte Frau. Ich bin eine Lady, kein Düsenjäger. Interessant. Aber ich glaube, wir nehmen erst einmal den Quarterback von denen durch. Aber dass sie jetzt schon Autos verwendet, das ist krass, ehrlich gesagt. Dass sie jetzt schon Autos, um uns so zu haben, verwenden, das ist schon krass. Begreift bitte schon eine Frau mit Pistolen und Motorrad mit Autos an. Ich bin keine Schlampe, ich bin eine Lady, das habe ich euch schon einmal erklärt. Ach, Scheißendreck. Aber das ist komisch, Leute. Jedes Mal, wenn man nur gegen einen kleinen Baum stößt, dann verreckt man sofort. Es würde das... Na gut, im echten Leben wird wahrscheinlich auch so sein. Da versteht man es noch.
Aber mit wie viel werden wir hier schleichen? Nicht viel, oder? Aber die Levelwiederholung wird euch... Scheißendreck. Jetzt verbringen wir da schon 10 Minuten, um da zu versuchen, dass wir da diesen scheiß Zug einholen. Leute, ich muss euch leider enttäuschen. Die Folge wird wahrscheinlich etwas länger werden. Wir werden in der Folge so lange brauchen, bis wir den Zug eingeholt haben. Und das wird sich noch eine Kleinigkeit leider ziehen. Wir sind erst beim ersten Abschnitt ungefähr. So kann man das errechnen. Ich bin keine Schlampe, ich bin eine Lady. Wie gesagt, sorge fürs Stillsein, Leute, aber ich muss hier ein bisschen mit konzentrieren. Aber bis jetzt läuft es ganz gut, Freunde, der Nacht. Davon sind schon wieder zwei Autos. Das heißt, wir werden ziemlich gut weit voran sein. Trifft endlich! So, jetzt muss es ein bisschen ruhig sein, Leute. Und nochmal ein Tunnel. Wo bleibt der? Ja. Jetzt kann ich ein bisschen ruhiger aufatmen. Also das Level schockt einen schon manchmal. Und wie gesagt, Kasachstan ist eine geile Umsetzung. Sie haben es wirklich gut umgesetzt.
Ja, Sip, zum Glück. Du fällst zurück, Lara. Und ich hab's sogar aufgenommen. Scheiße. Willst du mir etwa erzählen, das war Absicht? Natürlich. Ich wusste es. Nur nehm doch den halben Zug mit auf den Zug. Auf dem Motorrad mit. So Leute, jetzt wird's ein bisschen ängstlich. Meine Jacke, meine wunderschöne Jacke. Wir haben was anderes an. Wir haben etwas anderes an, Leute. Kasachstan Projekt Carbonek. Zeit zum Durchatmen, Leute. Und wie man sieht, das Projekt Carbonok. Ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überrollt. Was ist mit dir? Geht mir ähnlich. Amanda ist schon drin und die Tür ist zu. Und was jetzt? An der Wand rechts neben der Frachttür ist ein Ventilator. Er läuft. Sie hat also Strom. Wie willst du da reinkommen? Egal, irgendwie. Tja Leute, wir haben das Motorradabenteuer gut überstanden. Aber darüber bin ich ehrlich gesagt froh, dass wir das jetzt gut heil überstanden haben. Ich habe keine Lust noch. Ich mache einfach den Part weiter. Gut, obwohl es jetzt ein bisschen Action mit Motorrad hat, Game Leute, werden wir uns noch einen kleinen Schritt wagen. So Leute, es wird kälter. Das ist unser jetziges Outfit, was wir unter der Jacke angehabt haben. Und ich würde sagen, ich und Lara verabschieden mich für heute und wir sagen Tschüsseli, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.